Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Wir haben, im letzten Part haben wir geheiratet und dann gab es anscheinend irgendwie einen richtig, richtig, richtig krassen Zeitsprung. Und ich hoffe, meine Tiere leben alle noch. Das war schon ein bisschen krass, ich war ein bisschen überfordert im letzten Part, aber es war gut. So, Frau schläft noch. Stimmt, wir hatten noch bemängelt, dass im Prinzip hier hinten die Küche ist und hier vorne irgendwie, keine Ahnung, das Schlafzimmer und dann man so rausgeht. Das ist irgendwie voll seltsam. Einen schönen guten Tag, Maika. Frau Romana wird heute Abend eine Silvesterfeier in der Villa ausrichten. Ich möchte Ihnen dabei eine Einladung übermitteln. Es wäre uns eine große Freude, Sie bei den Feierlichkeiten begrüßen zu dürfen. Aber sicher, das kennen wir schon. Wir erwarten Gäste von 10 bis 17 Uhr, also kommen Sie bitte vorbei. Übrigens bringen unsere Gäste jedes Jahr eine kulinarische Kreation zur Feier mit. Eine Art Gemeinschaftsessen, könnte man sagen. Mir ist bewusst, dass es sich als schwierig erweisen könnte, so kurzfristig etwas Geeignetes zuzubereiten. Ich hoffe allerdings, dass Sie uns trotzdem mit Ihren Kochkünsten beglücken werden. Ich bin mir sicher, dass Frau Romana damit eine große Freude bereiten würden. Nun denn, wir erwarten Ihr Kommen. Denken Sie bitte dran, zwischen 10 und 17 Uhr in der Villa zu erscheinen. Und dann bitte bringen Sie soweit möglich eine Speise mit, wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Ja, natürlich. Jo. Ich bin gerade super überfordert. Die Flügel rausholen. Und hier noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, meine Tiere. Habe ich Tiere? Ja. Bibel, Annika. Okay, wir haben alle. Und Knubbel. Okay, alle Tiere, die sich gewünscht worden sind. Charlie, Billy, Chicken. Stimmt, und eins ist gerade am Brüten, weil wir ja gesagt haben, Edoni geht's gut. Drea hat ziemlich gut Laune. Annika geht's gut. Warte, mir fehlt nur eine Kuh. Da. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, so ein bisschen. Und dass gleich halt am ersten Tag gleich ein Feiertag ist, das stresst mich schon wieder so. Außerdem muss ich auch überlegen, was wir kochen könnten. So. Meine Bäume sehen irgendwie ganz komisch aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen tun hätte. Okay, also. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Das Einzige, wo was drin ist, ist da hinten. Okay, wir haben jeweils Kartoffeln. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Habe ich das eigentlich schon alles in meiner Tasche? Ich habe doch sonst immer so viel Kram. Nee, hier. So, wir brauchen für den Frühling. Kurz Info. Frühling bis Herbst. Okay, du kommst mit. Hi, Oliver. Ja, ich bin schon Jahr 2. Du bist auch Frühling. Okay. Und Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob ich die nicht behalten soll. Und du rüber.
So. Aber Oliver, wie geht's dir denn? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt. Juten. Ah, hier. Da müsste ich noch mal ganz kurz Dings machen. Jetzt wird hier aber richtig geackert hier. Außerdem müssen wir ja noch nicht vergessen, zwischen 10 und 17 Uhr. Das ist mir mein komplettes Erdbeerfeld. Ich hoffe, meine Bäume sterben nicht ab. Die sehen so komisch aus. Ganz okay. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Denn lehn dich zurück und genieß ein bisschen den Stream. Wir haben bis 18 Uhr Zeit, ein bisschen hier was zu reißen. Dann muss ich leider schon aufhören. Das heißt, wir schaffen in dem Stream heute nicht die kompletten... den kompletten Januar. Frühling. Ich will immer Januar sagen, weil ich das halt so gewohnt bin. Du schaffst das, Maika. Ach nee, Pipo. Ich bin ja jetzt Pipo. Holla, die Waldfee. Wenn ich das jetzt jedes Mal komplett gießen muss, dann wird's aber haarig, du. So, du kriegst noch. Du kriegst noch. Dünger kann immer gut sein. Na, das kostet ja nichts. Das kostet ja nichts. Haben wir ja schon festgestellt. Ah, das legen wir mal weg. Das legen wir auch weg. Wir wollten immer Futter benutzen für Dünger, ne? Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ihr habt aber nichts gelegt, ne? Ach. Was sagst du? Wow, eine neue Familie. Kapitel 2, Verzweigung erreicht. Schon 23 Wunder gefunden, toll. Okay. Es wurde sich jetzt auch in den Kommentaren gewünscht, dass wir als nächstes den Stall machen. Und das machen wir natürlich gerne. Wie oft willst du mir denn Pfötchen geben, sag mal? Ich hoffe, das bringt auch irgendwas. Krass, schon fast vier. Fast vier komplette Umdrehungen. So, davon machen wir mal drei. Komm hier rein. Davon habe ich ja nichts. Das wird verkauft. Die Milch ist braune Milch B. Das bleibt. Okay, 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 okay. Aber was kochen wir? Das ist die Frage. Was kochen wir? So, Einrichtung bestellen. Als nächstes sollte der Stall-Upgrade. Okay. 100.000 noch. Das ist ja... Wow. Kriegen wir hin. Das ist doch möglich. Ach so. Alles in Ordnung, Pipo? Bestimmt könntest du noch besser im Umgang mit Nutztieren werden und das würde noch leckere Milch und Eier für mich bedeuten. Was machst du eigentlich? Okay. Da ist das fest. Deine Küche wurde mit hochmodernen Backofen ausgestattet. Backe oder grille doch gleich mal ein paar neue Rezepte damit. Was heißt denn an Rezepten, sag mal? Ich kann Salat machen. Da brauche ich nur eine Rübe. Da brauche ich nur eine Varotte.
Ich hab nicht mal eine Varotte. Maria, Marinade. Hergestellt Fisch, Steckrübe oder einer Tomate und so ein Kraut. Grünmarten und zwei Obstsorten. Echt lecker. Karmesinmutter aus drei roten Gemüsesorten. Mhm. Melotoffel und Melonaten. Das heißt, ich soll hier schon mal so anfangen. Sachen da. Das wird ja schon gespoilert hier. Was soll das denn? Also, ein Fisch, eine Steckrübe. Und so ein Kraut. Ja, gut. Machen wir noch so eine Marinade. Es kommt bestimmt gut. Huch, hier ist nichts. Dort ist nichts. Überall ist nichts. Was habt ihr denn jetzt für Probleme? Wir suchen nach Wundern, du weißt schon, wunderbaren Dingen. Weißt du, wo wir sowas finden können? Ist das wunderbar? Meine Kuh ist super. Die ist mega. Nee. Ey. Nö. Schade. Wir müssen woanders suchen. Hallo, meine Milka ist super. Das ist ein klarer Fall. Wir suchen überall. Ja, den sucht mal weiter. Jetzt haben sie mich voll aus dem Konzept gebaut. Ich brauche Fisch. Warte mal, was kommt denn als nächstes? Die Steckrübe, ne? Quatsch, eine Tomate krieg ich eher. Ich hab nicht mal eine Tomate. Okay. So, eine Steckrübe. Und dann brauchte ich ja noch so ein Kräuterli. Wo ist mein Kind eigentlich hin? Meine Frau ist jetzt auch weg. So, wir haben das, wir haben das und wir haben sowas. Möchtest du diesen zubereiten? Ja. Ja, es hat funktioniert. Geh mal auf Toilette oder war das das Badezimmer? Klingt nach Badezimmer. Kannst ja nochmal auf Toilette gehen. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Meine Frau ist weg. Und mein Kind auch. Bringt das hier irgendwo rum? Also meine Frau springt hier irgendwo rum. Wer ist das? Moment, wer ist diese eine Person? Und wieso ist die mit meinem Kind unterwegs? Wer bist du? Kate. Hallöchen, du bist doch Maike. Und hast du den Hof? Und hast den Hof, oder? Arbeitest du auch ordentlich? Wer bist du? Wie geht es deinem Hof, Maike? Scheint ja alles ziemlich gut zu laufen. Ey! Ich hab den Namen von unserem Boy vergessen. Ach, Ben. Frohes neues Jahr, Mama Maike. Frohes neues Jahr. Danke. Wer ist das? Ach, guck mal, er ist größer geworden. Ist das die Schwester von den beiden? Von Dings? Ah, kriegst du die jetzt auch, dass das Handy verloren wurde und dass du doch bitte
Geld überweist. Die habe ich auch schon gekriegt. Die habe ich auch schon gekriegt. Such Kartoffeln. Und Kräutersuppe. Was passiert? Bin ich tot? Nein. Hey, alles in Ordnung? Stand das Haus schon vorher da? Ach, ist eine neue Familie in die Stadt gezogen. Bist du wieder zu dir gekommen? Wer ist Gary? Gut, dass du direkt an meiner Türschwelle zusammengebrochen bist. Glück gehabt. Keine Sorge, das kommt wieder in Ordnung. Du kannst mir vertrauen, ich bin Arzt. Ach ja, richtig, du hast es vielleicht schon gehört, aber ich wohne jetzt hier. Ich habe noch etwas anderes zu tun, daher kann ich nicht hierbleiben und dich im Auge behalten. Sei vorsichtig auf dem Heimweg. Ja, okay. Scheint gerade niemand zu Hause zu sein. Guck mal, der kleine Bub ist groß geworden. Oh, wie süß. Hey, hallo. Ich habe gehört, dass in den Wäldern Geister leben, aber es hat noch nie jemand welche gesehen. Ist die da drin? Nee. Dann muss das Mädel hier sein. Nee. Nee, du bist auch die falsche Person. Wen suche ich denn? Ach ja, stimmt ja, der Opa. Warte, aber ich suche das Mädel. Wer ist das Mädel? Wo ist das Schmädel? Abgeschlossen. Versuch es mal in der Mitte. Ja, sie konnte doch eben gerade nicht rein. Wer bist du? Zan, wenn das nicht Maika ist, guten Tag. Man sagt, dass dir die Landwirtschaft inzwischen leicht von der Hand geht, nicht? Okay, ich weiß jetzt, wo Kate herkommt. Aber wer ist das? Zu wem gehört die? Wo wohnt Gary jetzt? Nee, da nicht. Auf meinem Hof garantiert auch nicht. Ich find's krass, dass mein Kind einfach hier so rumstreunert. Na gut, holen wir aber erstmal Kartoffeln und machen die Kräutersuppe. Sally ist ja nicht da, aber da ist der Opa. Er wird wahrscheinlich im Dings leben, wahrscheinlich, oder? Im Gästehof. Hi, Skinner. Ach, du bist es. Du hast noch eine ganze Menge Arbeit vor dir, aber Übung macht den Meister. Oh, kann er nicht zu mir ziehen? Oh nein. Ich muss mich beeilen. Gerade nicht viel. Ich muss aber heute, kann heute leider nicht so lange streamen, wie ich ganz gern möchte. Hier ruht Nina in Frieden. Oh mein Gott! Der hat sich hier so eine kleine Hütte gebaut. Ich fasse es nicht. Warte, die Blumen hole ich noch. Und dann machen wir die Kräutersuppe. Und dann machen wir... Kräutersuppe braucht ja gar nicht so viel, ne? Braucht dann nur die Kräuter. Und die Kartoffel. Und dann... Ich hoffe, die Party geht halt nicht allzu lange, dass ich die Tiere noch versorgen kann. Ich glaube, das wird nichts. Ach, nicht doch. Nicht, nee, komm. Pui, pui, pui. Ich habe keine Lust. Ach, Mist. Das Ding ist ja erst da hinten. Er saß noch nicht da. Ich musste noch nichts spenden. So, was braucht mir? Eine Kartoffel und...
Ach, Kartoffel und eine Kräutersuppe. Ich frage mich, wozu ich die Pfirsichsamen brauche, aber ist egal. Hat doch einen Pfirsichbaum. Falsche Richtung. Zan ist die Mutter, Kate ist die Tochter und Garrett ist der Ehemann. Ich muss aber gucken, wer nochmal Garrett ist. Ich bin so durch, ich brauche ein Bild. Matthew, Wester. Nee, das ist Gavin. Okay, Garrett haben wir noch nicht kennengelernt. Ich brauche eine Kräutersuppe, obwohl das Sally gar nicht da ist. Kinder, wie geht's dir denn so? So, das haben wir. Soll ich die Tiere jetzt schon reinholen? Ich riskiere es einfach und sag, wir gehen jetzt zu dem Dings. Warte, wo waren nochmal die Zwillinge? Waren die jetzt bei sich zu Hause? Ja. Oh, das wird knapp. Aber es funktioniert. Aber niedlich. So, wer von euch zwei Halunken? Guck mal, Lumina hat auch ein neues Outfit, Aussehen. Dachchen. Wie läuft dein Hof? Wirf die Flinte nicht ins Korn, wenn es mal nicht so läuft. Im Frühling dreht sich alles um Neuanfang. Okay. Guck mal, die hat ein neues Outfit. Die ist jetzt Erwachsene. Hallo. Brauchst du was, junger Hüpfer? Ah, ich bin wegen deines Auftrags hier. Du wolltest eine Kartoffel. Oha, das ist perfekt. Du bist echt eine Hilfe. Hier eine Kleinigkeit als Entschädigung. Ja, das wurde sich auch gewünscht, dass wir mal in die Stadt gehen. Mach's gut und danke nochmal. Ah, Maika, guten Tag. Der Fortschritt, den du auf dem Hof gemacht hast, ist für jedermann offensichtlich, Maika. Du scheinst dich an die schwere Arbeit zu gewöhnen. Naja, mein Kind ist ungefähr 3 Jahre alt. Also habe ich so 4 Jahre schon auf dem Hof gearbeitet, ja. Mir geht's eigentlich ganz gut. So, ich habe zu essen bei. Was habe ich gekriegt? Braune Milch. Brauche ich nicht. Na gut, eigentlich schon. Gib Geld. So, ich bin da, ich bin da. Lass starten. Ah, herzlich willkommen, Michael. Eine Freude, Sie zu sehen. Mich auch. Feiern wir gemeinsam in das neue Jahr hinein. Ist das nicht ein bisschen spät? Übrigens. Haben Sie eine kulinarische Kreation mitgebracht? Aber selbstverständlich. Ah, da bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet. Ich nehme sie Ihnen ab und stelle sie zu den anderen. Da, guck mal, voll gut. Meine Güte. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass das allen munden wird. Puh, keine Ahnung. Party! Oh, jetzt habe ich die Tiere draußen gelassen, ne? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber wir werden lernen. Ihre Familie scheint ebenfalls angekommen zu sein. Na, Mausi? Sind ja viele da. Ich danke euch allen fürs Erscheinen. Damit beginnt unsere Silvesterparty ganz offiziell. Ja. Ach, sieht aber hübsch aus. Nun denn, wollen wir uns alle einmal ansehen, was jeder mitgebracht hat. Was hat denn Maika denn gemacht? Ah, bitte nicht. Ich
Ich habe die Tomate Mozzarella gemacht. Oh Gott, jetzt stirbt es an Lebensmittelvergiftung. Ich bin froh, dass du dir Mühe gemacht hast, etwas mitzubringen. Vielen Dank. Also schmeckt nicht gut? Es ist schon spät. Ich finde, wir sollten hiermit schließen. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Aber der Papi ist auf jeden Fall da. Den sieht man halt bloß anscheinend nie. Ui. Ist denn Sally jetzt da? Nope. Sind denn nicht mal irgendwann mal angejoggt? Wo springt denn mein Kind schon wieder rum? Ey, das Kind musst du immer suchen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber ein Lausbub, ey. Warum weinst du? Rede mit mir! Die Silvesterparty war super. Ich hätte zu gern all das leckere Essen probiert, aber in meinem Magen war kein Platz mehr. Wenn ich doch nur etwas größer wäre. Wieso weinst du? Joggen macht Spaß, aber ich gehe auch gern mal langsam spazieren. Du solltest ja immer besser darin sein, deine Tiere zu pflegen. Hallo, Ejo! Tiefes Verbund. Er kann mir ruhig erzählen, warum der weint. Der vermisst bestimmt die Nina. Den ignorieren wir jetzt mal ganz scharf. Hi. Lass dich mal befummeln. Und du noch? Und dann könnt ihr alle rein. Ihr könnt rein. Ich meine, die müssen ja gegessen haben und alles sowas. Jetzt müssen wir noch unser Dings hier nach Eiern absuchen. Na super. Jetzt sind mal die Eier. Haben die keine Eier gelegt? Geh mal kurz in den Stall, Loki Loki machen. Die werden doch wohl irgendwo Eier gelegt haben. Ist der denn wieder da? Ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit, aber ich würde das mit dem Auftrag ganz gerne so schnell wie möglich erledigen, ne? Musst du nicht ins Bett? Hey! Kommst du mit deinem Arbeitspensum zurecht? Es gibt noch viel mehr zu lernen. Ja, danke. Ich finde meine Eier nicht mehr. Das ist schon mal jemand passiert. Warum haben sie denn ihre Eier gelassen? Ich habe keine Ahnung. Halt, ich warte, bis der Sully kommt. Der läuft immer ganz gerne mal hier so. Nee, der ist noch nicht da. Halt, warte! Da ist er, beim Platz. Sully! Hey Mädchen, hast du mal einen Moment? Nein. Was ist denn jetzt schon wieder? Uff. Ist das denn möglich? Er hat das ganze Ding verputzt. Und hallihallo, Junge, war das ein Leckerschmecker. Huch, das war eine, wie hat man das genannt? Ach ja, eine Tomate, stimmt's? Win?
Als ich letztens aus der Stadt wiederkam, habe ich plötzlich bemerkt, dass mir jemand unbemerkt ein kleines Tütchen in die Tasche gesteckt hat. Darin war ein Samen mit einem Zettel. Darauf stand, ich vertraue dir Winnie an. Also habe ich den Samen eingepflanzt und naja, das ist das Ergebnis. Ach ja, das ist also passiert. Ach, hatte ja keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie an wie Schicksal. Aber hey, ich stehe nicht so drauf, als Ergebnis bezeichnet zu werden, Takakura. Ich bin immer noch eine Pflanze, die lebt und atmet. Was? Woher kennst du meinen Namen? Weißt du was? Keine Ahnung, aber wenn ich raten müsste, wahrscheinlich, weil wir die allerbesten Freunde werden sollen. Oh, ich habe einen cool, dann hast du noch mehr Snacks für mich? Dann fütter mich! Hey, tut mir leid, weiß schon, ich bin etwas schwierig. Aber ihr Menschen esst doch auch eine Menge, oder? Ich würde meinen, dass ich das dann auch darf. Es war groß, aber solange er nicht irgendeine menschenfressende Pflanze ist, schadet es ja nicht, wenn er hier bleibt, oder? Donnerlütchen! Ich werde ein anständiger Gast sein, Takakura. Pflanzen, Ehrenwort. Er ist lustig, ich mag ihn jetzt schon. Ich finde ihn gruselig. Yippie! Genau wie im Sprichwort Freunde und Bauern sind die größten Schätze überhaupt. Danke, dass du beides bist. Also dann wechseln wir mal ein paar nette freundliche Worte und lernen uns kennen. Der frisst mich gleich. Kann ich jetzt mal? Danke. Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht, Mann. Ist er jetzt noch beim Platz? Ja. Warte! Sally, warte! Du bist aber auch nicht älter geworden, ne? Brauchst du was von mir? Wegen des Auftrags hier. Maika ist die Retterin in Not. Alleine hätte ich das nie aufgetrieben. Aufgetrieben doch. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier, nach all den Mühen hast du dir eine Belohnung verdient. Was ich sagen. Hoffentlich kann ich in Zukunft wieder auf dich zählen. Ja, ich hoffe, dass ich mal was Besseres von dir kriege. Hallo Maika, was macht der Hof? Dass wir auch alle so vertraut miteinander sind. Findest du es seltsam, mich hier zu sehen? Naja. Ach, da bist du, herzlich willkommen. Du willst aber bestimmt was bestellen, oder? Ja, klar. Alles klar, was bekommst du? Gib mir mal einen Kuchen. Klassischer Kuchen, gute Wahl, kommt sofort. Genau, wie geht's dir denn so? Also mir geht's auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich mach so vor mich hin so die Dinge. So, wozu hat er mir jetzt die Samen gegeben? Die Frage ist, also man hat mir schon gesagt, Winnie kreuzt. Frage ist, kreuzen geben müssen wir Winnie? Oh nein, du kannst doch jetzt noch nicht müde sein, komm schon. Reiß dich zusammen, es ist erst 21 Uhr. Gehen mir jetzt hier meine Pflanzen kaputt oder was? Warum sind die so braun? Das wäre jetzt echt eine miese Kiste, ne? Mann, ich finde es eine miese Kiste, dass ich jetzt die Eier nicht finde. Wo sind... Nee, das war kein Ei. Okay. Eier sind nicht. Und dann gucken wir mal, was wir noch verkaufen können. Und braune Milch. Ich gehe ja schon. Baby schläft schon, das ist sehr gut. Spielzeugkiste, okay.
Ich habe mich auf Silvesterparty bestens amüsiert. Luminas Klaviervortrag war wunderbar, genau wie das Essen. Ach, ich kann nächstes Jahr kaum erwarten. Wir gehen doch wieder hin, stimmt's, Pipo? Ja. Also das war jetzt das einzige Fest. Na gut. Dann gehen wir mal schlafen. Ach, ich träume immer das Gleiche. Ach, bevor ich vergesse, Pipo. Das süße kleine Federvieh werde heute ich füttern. Du musst dir, du musst mich dir hin und wieder helfen lassen. Alter. Mama, Maike, hallo. Lecker. Gib mal, guck mal, hey. Hi. Ach, Hände von meiner Mama sind kalt. Oh, Entschuldigung. Und hier der Wetterbericht. Warte mal, es schneit. Im Januar, also im Frühling. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee, ich hab zu wenig. Warte, mein Pferd braucht auch noch. So, einmal. Als erstes die Kühe. Sehr gut, die haben gefressen. Also bei dem Wetter lasse ich die aber nicht raus, du, das sage ich euch. Duni, geht's gut? Wenigstens hier lebt er noch. Dalia, geht's gut? Aber die pennt gerade. Bibbel, geht's gut? Bibbel pennt aber auch gerade. Annika, geht's gut? Nubbel geht's gut, aber der pennt auch gerade. Hört doch mal auf, alle zu schlafen! Was haben die mir denn jetzt für Wolle gegeben? Goldene Wolle und einmal hochwertige Wolle. Ja, okay. Also sie sagen, es draußen schneit nämlich die Tiere, lasse ich die Tiere aber nicht raus. So, wir gucken uns gleich mal Winnie genau an. Habe ich meine Erdbeeren jetzt eigentlich eben gerade auch noch gegossen? Bin mir da gerade so unsicher. Ich sag jetzt im Zweifel für den Angeklagten, ich habe sie gegossen gestern. Mal gucken, wie Winnie gleich funktioniert. Weil dadurch, wenn Winnie ja im Prinzip Sachen kreuzt, kann man ja Sachen vielleicht miteinander kreuzen, so dass ich das ganze Jahr über die ernten kann. Oder? Frage nur, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Lass mal ganz kurz hier zu den Tieren rein. Ich habe immer noch nicht das Ei gefunden, ne? Na gut. Du kommst rein, du kommst rein. Du und du. 6.000, ne? Muss man sich schon mal geben.
Winnie, lass mal reden. Hi. Hallihalla, der Morgen ist da. Weißt du was, Maika? Ich weiß nichts über dich. Wir müssen öfters mal quatschen. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Wir riechen uns später. Yep, yep. Ich habe mich was gefragt, Maika. Was denkst du eigentlich so über meine Wenigkeit? Du bist ein lustiger Kerl. Da hast du verdammt recht. Ich bin ein keimendes Comedy-Talent. Aber hallo, du musst dir mal meine Sketche anhören. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Wir riechen uns später. Wahrscheinlich brauche ich erst auch eine bestimmte Freundschaft bei ihm oder so. Ich habe keine Aufträge. Ich bin super satt. Habe ich Winnie jetzt auch hier drin? Ja, ich habe Winnie auch jetzt hier drin. Wahrscheinlich muss ich Winnie mit irgendwas füttern. Aber ich weiß nicht, ob ich den füttern will. Immer weiter reden, dann steigt die Freundschaft. Ja, gut. Ich habe den ja auch gestern erst kennengelernt, also. Alles in Ordnung. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn ich jetzt sofort Best Buddy mit ihm gewesen wäre. Aber gut zu wissen, wir werden dann jetzt täglich mal mit ihm quatschen. Ach komm schon. Jo, holen wir uns noch das eine oder andere Rezept vielleicht. Hallo. Sag mal, darf ich dir was beibringen? Ich habe ein neues Rezept. Tomatensuppe. Irgendeine Tomatensuppe. Wo ich wahrscheinlich wieder gemixt muss. Mixen muss. Hm? Pui sieht auch hier auch Fische, ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wann wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Was das beim Spielen angeht. Ey, was machen die denn da drauf? Hallo, Maika, wie geht's dir? Ah, Maika, ich hatte gehofft, dich zu treffen. Hast du Zeit? Oh, ey, die ist größer geworden, seht ihr das? Du willst mir also helfen, hervorragend. Ja, geil, guckt euch das an, die ist viel größer geworden. Oh, das finde ich ja nice, dass sie die mitverändert haben. Was mit roter Bereich für 90%? Hä? Ich buddel da irgendwas aus. Einen schönen Edelstein gefunden. Ja, geil. Ah, wie cool ist das denn, dass sie die Mine mit verändert haben? Etwas Merkwürdiges gefunden. Ja, das war ja klar. Buddeln wir erstmal da, wo ich weiß, dass da was ist. Nochmal was Merkwürdiges gefunden. Freundschaft, roter Bereich, Mitte ist das, was man halten muss für später. Ach so. Das finde ich ja mega mit der neuen Mine. Ah, das finde ich cool, dass die da so ein bisschen was, so nach dem Zeitsprung, dass da ein bisschen was passiert ist, dass das nicht einfach so weiterläuft. Das finde ich ja schon mal richtig stark gemacht, auf jeden Fall. So haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht mal andere Sachen zu finden. Und noch mehr Zeit hier drinnen zu verbringen. Obwohl ich jetzt noch nichts wirklich von Wert gefunden habe, wahrscheinlich, aber ist egal. Ich find's cool. Ach, noch eine Münze.
Ich warte ja darauf, dass Flora und der auch noch heiraten. Und noch eine alte Münze gefunden. Erstmal schon mal da graben, wo schon mal angefangen wurde zu buddeln. Vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. So, und dann fehlt es ja nur noch du hier, ne? Ja, aber wir müssen uns mal überlegen, wie weit wir das ganze Spiel spielen wollen. Also es wäre eigentlich schon cool, bis unser Kind erwachsen ist oder wir halt so alt und grau sind. Die Frage ist, kann man in dem Spiel sterben? Also ja, anscheinend kann man sterben, weil die Tiere sterben ja wahrscheinlich irgendwann und Nina ist bereits gestorben. Die Frage ist, kann unser Protagonist, also können wir sterben? So dass theoretisch unser Kind für uns weiterlebt. Oder wenigstens bis unser Kind erwachsen ist. Achso, ein glänzender Gegenstand. Ihr könnt mir ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr das Spiel gespielt habt oder ob ihr gesagt habt, so, jetzt ist Feierabend. Es sieht auch wieder nach einem goldenen Gegenstand aus. Jo. Wieder eine goldene Gabel. Erwachsen wäre Jahr 5 und Tiere sind unsterblich und ab Jahr 7 ist der Himmelsmodus okay. Eine Steintafel mit Glyphen. Das interessiert ihn doch bestimmt. Also machen wir bis Jahr 7 und gucken uns dann mal den Himmelsmodus an. Ich meine, wir sind jetzt im zweiten Jahr und das sind immer so 5 Parts pro Jahr. Also das dauert ja jetzt nicht so lange, ne? Und ich habe ja gesagt, ich will ja auf jeden Fall alles auf jeden Fall bauen. Das heißt auch, also die Stelle im Prinzip, ne? Könntest du dich mal bitte kurz wegmachen? Auf jeden Fall die Stelle ausbauen. Und ich glaube, ach, da ist was. Und ich bin der Meinung, auf Bildern gesehen zu haben, dass auch hinten, da wo jetzt nur noch unser Düngerding ist, ne, dass da im Prinzip aber auch noch Felder hinkommen. Also, das heißt, wir hätten theoretisch auf jeden Fall noch genug, um auf jeden Fall bis Jahr 7 zu kommen. Weil klar, hier verdienst du zwar gutes Geld, ne? Aber auch nicht so, na gut, wer weiß, mit den gezüchteten Sachen. Aber da muss der auch erstmal hinkommen. Ach, jetzt habe ich eh schon zu viel. Ich überlege gerade. Ich will mal bei Vesta kurz reingucken. Oh, fertig mit dem Graben, nehme ich an. Ja, und ich glaube, ich habe auch etwas, was dich interessieren könnte. Gut, gehen wir nach draußen. Ich glaube, der will die Glyphe haben. Ein weiterer produktiver Grabungstag, hoffe ich. Erlaube mir, einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen. Mein lieber Scholli, was ist das denn? Darauf scheint etwas eingraviert zu sein. Das könnte ein Schlüssel zur alten Zivilisation des vergessenen Tals sein. Dürfte ich das dir fürs Erste abnehmen? Na gut, ausnahmsweise. Sonst scheint es hier nichts von archäologischem Wert zu geben. Pff. Ist mir egal.
Dann wäre das alles für heute. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Dings zählen. Ach, übrigens, ich wollte dir nur etwas erzählen. Aber ja. Erinnerst du dich an die Tafel, die du ausgegraben hast? Flora und ich haben begonnen, die Inschrift darauf zu entziffern. Meint er jetzt die Tafel aus dem ersten Jahr, die ich ihm anscheinend gegeben habe, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann? Oder meint er jetzt gerade die Tafel, die ich ihm jetzt gerade gegeben habe? Nach unserem Verständnis der alten Sprache stehen auf der Tafel die Wörter für Kreis, Dreieck und Quadrat. Die weiteren Details entziehen sich noch meinem Verständnis, aber unsere alte Zivilisation muss in ihrer Blütezeit ein eigenes mathematisches System entwickelt haben. Auf jeden Fall entschuldige ich mich dafür, dass ich dich aufgehalten habe. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Was war das jetzt? Kreis, Viereck und Quadrat? Kann ich nochmal ganz kurz? Ah ne, Quatsch, die sind gar nicht dabei, ne? Ich hab da so eine Ahnung, was es sein könnte. Ey, mein Bub, der springt hier überall rum, ne? Guckt euch das an. Njong, piu. Wie so ein kleiner Ninja läuft der hier rum. Hallo, Maika. Ich habe mir von den Feldfrüchten etwas gewünscht, nämlich, dass sie groß und stark werden. Abgesehen davon, möchtest du was bei uns kaufen, ja. Toll, such dir was aus. Ich möchte eigentlich mal gucken, ob ihr irgendwas Neues habt. Nee. Nee, nee. Bist du mit dem Einkauf fertig? Ja. Das ist in Ordnung. Komm später wieder. Ich hätte gedacht, vielleicht hat sie ja so ein paar neue Sachen. Aber anscheinend nicht. Und ich wurde ja gefragt, ob ich mal in die Stadt gehen könnte. Ich habe mir überlegt, ich wollte ja immer am 10. des Jahres in die Stadt gehen. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es Quatsch, so einen Flohmarkt zu machen. Vielleicht gehen wir einfach dann in die Stadt. Hallöchen, wie geht's dir? Haha, die Silvesterparty war total spaßig. Die sollten wir jeden Monat einmal veranstalten. Oh, hallo. Was willst du? Kannst du nicht sehen, dass ich Hypothesen aufstelle? Dein sonniges Gemüt verjagt mir meine komischen Gedanken. Okay. Oh, ey. Dieses Piepen, ne? Das tötet alles in mir. Okay. Ich finde es schade, dass es hier anscheinend keine Rivalen-Events gibt. Also es gibt schon Rivalen-Events, aber dass irgendwie die Rivalen nicht heiraten, oder? Ja, aber es wurde sich mal gewünscht, dass ich das mal zeige. Und ich habe auch kein Problem damit, das zu zeigen. Kann ich hier irgendwas kaufen? Nee, war ja klar. Weil es mich auch selber mal interessiert, wie sie es auf jeden Fall dargestellt haben. Und da dachte ich, vielleicht können wir dann einfach mal am 10. Frühling, wenn ich die Tiere alle abgearbeitet habe, dann einfach mal in die Stadt gehen, um zu gucken, was passiert. Oh ne, da passiert gar nichts. So. Also ich kenne, es gibt halt bei den alten Spielen, so wie Harvest Moon Back to Nature zum Beispiel, gab es halt immer Rivalen-Events und dann haben die auch geheiratet. Bei Trio of Towns, nicht Trio of Towns, doch Trio of Towns auch, glaube ich. Aber ich meine, bei Deine Tierparade zum Beispiel, da haben die Rivalen auch Kinder bekommen. Dann haben sie geheiratet und halt auch Kinder bekommen. Hat einer von euch ein Ei? Hör auf zu schreien, Junge! Mich gar nicht um meine Tiere gekümmert hier. So. Der Unbefruchtete. Oh, mit Xeno muss ich auch noch spielen. Also es gab bei vielen Rivalen-Events
Also es gab generell Rivalen-Events immer, aber die Sache ist halt, ob die denn auch geheiratet haben. Bei Back to Nature und deine Tierparade bin ich mir sicher, dass die dann geheiratet haben. Wie das jetzt im Originalspiel ist, weiß ich leider nicht. Ey, guck mal, wie viel Geld das gibt. Und das hier wird auch nochmal richtig Geld geben. Goldeswert. In den Ruinen zwei unterschiedlich goldene Artefakte entdeckt. Ein Wunder! Echos einer Epoche. Du hast die zweite Steintafel entdeckt. Noch ein Wunder. Xeno hat ziemlich gute Laune, ja. Schön wert. Wie oft will der Männchen machen? Lasst mich überlegen, was machen wir? Abgesehen von dem Partende. Du kommst rein, du. Die ganzen Fische. Wieso habe ich hier drei Kartoffeln drin? Los, war sortieren. Ich habe ja von allen immer nur drei, weil ich glaube, das reicht. Dann kann ich die Kartoffeln nochmal verkaufen. Lass mich durch. So. 25.000 morgen. Oh. Mama Maika ist da. Sagt ihr auch immer Mama Molly? Antonia, danke schön für dein Follow. Danke dir. Und herzlich willkommen in unserer kleinen, aber feinen Community. Hochheben, hoch. Oder andersrum. Hochheben. Hände waschen, dann hochheben. Wieso läuft mein Kind wie so ein Ninja? Vielleicht hätten wir es Naruto nennen sollen. Oh, nicht anfassen. Er ist eingeschlafen. Guck mal, ich fasse mein Kind noch nicht mal richtig an. Es ist da noch so 20 cm Platz dazwischen. Es schwebt förmlich in meiner Luft. Hallo, ich bin wieder da. Ach, Ben ist bei dir. Ist er aufgewacht, als die Tür zugegangen ist? Es freut mich zu hören. Sag Bescheid, wenn du schwere Arme bekommst. In Ordnung, wir können ihn abwechselnd halten. Wir können ihn noch einfach ins Bett legen. Ich bin mir sicher, dass du müde wirst, wenn du ihn so lange hältst. Ach, sieh nur, wie süß er in deinen Armen träumt. Er weiß, dass er bei dir sicher ist. Wir können ihn noch einfach ins Bett legen. Der ist ja wieder wach! So, wir gucken uns jetzt mal im Spiegel kurz noch an. Ich bin wie frisch aus dem Ei gepellt. Wenn Eier nach Feldarbeit riechen würden. Okay. Dieses alte Bett hat einmal dir gehört. Ja, danke. Aber ich will nochmal in die Kiste gucken. Na, komm. Der soll mal in seiner Spiel... Ich hoffe, dass er auf seine Spielkiste drauf zugreifen kann. Gut, aber ich speichere, ja. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Nein, nicht schlafen gehen. Aha, jetzt habe ich gar nicht abgespeichert. neues Bild. Jetzt speichere ich aber ab. Okay, es scheint die Sonne. Ich komme hier nirgends. Nein, ich will auch nicht schlafen gehen. Ich will ins Tagebuch schreiben. Aha. So, gut. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.